And now, we're scheduled for three-minute rounds of amateur action, this time in the flyweight division. First, we introduce the blue corner, standing 168 centimeters tall and weighed in at 56.7 kilograms. Has an amateur 2 victories against a single loss. Fighting out of Maribor, Slovenia, introducing Lana Riznar. And her opponent in the red corner, standing 160 centimeters tall and weighing officially at 55.9 kilograms. As an amateur, 1 victory against 2 losses, fighting out of Graz, Austria, introducing Bernadette Marzano. When the action begins, your referee in charge, Mr. Nabil Sebai. So fighters, I need you to listen to my commands at all times. If I tell you stop right away. We fight hard, but we always fight fair. All right, check hands, go back. Good luck. So, los geht's. Premiere auf Krone Plus. 2 Frauen im Cage. Ja, da sind wir gespannt, was da passieren wird. Beide sind Fliegengewicht mit 56,7 Kilogramm. Lana Riznar mit einem Rekord von 2-1-0, 2 Siege, 1 Niederlage. Und Bernadette Marzano mit 1 Gewinn und 2-mal Niederlage. Da geht's gleich zur Sache, ha, René? Wow, ja. Wow, super abgetaucht. Ja. Wahnsinn. Bernadette bringt ihre Kicks sehr gut an. Ich frage mich da immer, ob ihr die langen Haare nicht beeinträchtigen. Ja, es sieht aus, als ob es ihr immer wieder in die Augen geht. Aber es ist nicht ihr erstes Mal, sie wird schon wissen, was sie macht. Schön an den Käfig gedrängt jetzt. Jetzt macht sie hier Druck, Lana Riznar. Dann schafft es, die Situation umzukehren. Wieder 3x3 Minuten haben wir hier und die Hälfte der ersten Runde ist schon vorbei. Wow, die schenken sich nichts. Die schenken sich gar nichts. Da geht's ab. Schöne Aktion hier von Lana Riznar. Und wieder solider Cagework. Was sagst du, René, kann man da schon irgendwie sagen, wer der Favorit in dieser Runde sein wird? Ja, am Stand-up muss ich sagen, sehe ich jetzt die Lana ein wenig vorn. Oh, wow, harter Treffer hier. Harte Rechte. Sehr schön. Wieder und wieder. Die langen Hände gehen durch. Oh, wow. Mein Gott, da könnte sie jetzt ein bisschen in Trouble sein. Musste da jetzt schon einiges einstecken, aber... Ja. Zeigt absolute Nehmerqualitäten, ist Bernadette. Höchster Klasse. Und wieder die Schläge. Jetzt muss Bernadette Marzano schauen, dass sie hier rauskommt, um nicht bedrängt zu werden im Cage. Auf dem Boden sind wir bereits und jetzt versucht hier Lana Riznar mit Schlägen zum Kopf das Ganze umzudrehen. Letzten 8 Sekunden in dieser Runde. Jetzt braucht Bernadette einen Gameplan. Boah, super Runde, starke Runde von Lana Riznar. Wahnsinn. Sehr die stark. Haben sich wirklich gar nichts geschenkt, ja. Die Girls. Wow. Das nenne ich eine Premiere, Karl, oder? Das ist wirklich was, ja. Beide schauen noch immer sehr fit aus und kriegen die letzten
Ratschläge für die zweite Runde von ihren Coaches. Jetzt in die zweite Runde. Bernadette musste da jetzt einiges schon einstecken. Ja. Sie schaut aber trotzdem eigentlich noch fit, ja, fit aus. Ja, ja, sie hat den Ratschlag befolgt und hat sich die Haare nach hinten gebunden. Absolut. Ja, wirkt da jetzt überhaupt nicht angeschlagen. Nein. Wirkt hochmotiviert sogar. Und da ist der erste Takedown-Versuch mit einem Single-Leg-Takedown. Nein, es ist nicht. Geht nicht durch. Wow, harte Schläge. Mir kommt von Marzano, Marzano will ihre Gegnerin auf dem Boden haben. Immer wieder die Versuche dazu. Aber ihre Gegnerin Lana Risner mit starken Händen. Wow, Wahnsinnsschläge. Sehr schöne Aktion jetzt. Jetzt muss ich schauen, dass sie hier rauskommt, Lana, um das Ganze für ihren gute Vorteil Defense, zu machen. Wahnsinn, gute Defense. Ja. Zwei sehr starke Kämpferinnen. Die Hälfte der zweiten Runde ist schon dahin. Schafft es Bernadette noch? Marzano wartet hier den richtigen Moment ab, um aus dem Cage rauszukommen. Aber Risner ist eine hartnäckige Gegnerin. Unglaublich. Sie wirkt auf mich jetzt auch ein wenig körperlich schwächer eigentlich, oder? Ja. So macht es optisch den Anschein, aber muss da eine Wahnsinnspower haben, ja, weil man sieht gar nichts davon. Und wer clinchen kann, der weiß, wie anstrengend und wow, wie super viel Aktion das raubt. Sehr ungünstige Aktion hier. Hier Bernadette. Gut, den linken Fuß hat sie zumindest eingehakt. Ja, das ist wichtig. Jetzt Risner im Cage und Marzano versucht hier über den Single Leg oder Double Leg Takedown ihre Gegnerin auf den Boden zu bringen. Und die zweite Runde ist gleich vorbei. Bringt sie sie runter noch? Nein, nicht. Super gemacht von Lana Risner. Wow. Die zweite Runde von beiden. Unglaublicher Kampf bis jetzt. Wow. Ja, sehe jetzt da ehrlicherweise beide Runden ein wenig. Beide Runden an Lana Risner. Für Lana Risner, ja. Sie war einfach die dominantere. Sie hat die Situationen besser gemeistert. Wahnsinn, aber auch Bernadette, Wahnsinnsleistung. Aber das ist MMA, einer von beiden gewinnt ja immer. Zumindest sehr oft. Und los geht's.
greift da wieder aggressiv an. Ja. Aber beide Kämpferinnen, wow, schenken sie da überhaupt nichts gegenseitig. Beide gehen los wie in der ersten Runde. Super Shape von beiden. Diesmal Lana im Cage. Und die Situation ist wieder umgekehrt. Schafft sie das hier noch rauszukommen und die notwendigen Punkte noch aufzubringen, um den Kampf zu gewinnen. Super Knie von Bernadette jetzt da. Wir sind wieder in der Mitte im Stand-up. Sehr gefährliche Rechte. Ja. Von Lana Ritzner kommt da immer wieder durch. Jetzt im Teilclinch. Ein paar Körpertreffer noch drinnen. Mal sehen, was sich da noch ergibt. 1 Minute 30 noch in der letzten dritten Runde. Super Arbeit hier im Gitter von beiden. Die verstehen ihr Handwerk. Ja. Reife Leistung von beiden hier. Bernadette immer wieder mit den Knien zu den Oberschenkeln, will da Schaden anrichten. Und macht auch Punkte. Absolut. Die dominierende Kraft in diesem Match kommt mir vor, als wäre es aus der blauen Ecke Lana Ritzner. Bernadette gibt alles, was sie kann und versucht hier noch das Blatt zu wenden. Punktet da immer wieder mit den Uppercuts. Ja. Auch viele Knie haben wir gesehen, ja, in diesem Match. Aber Bernadette lässt sich nicht unterkriegen. Nein. Sie feuert immer wieder zurück. Ja. Wirklich Wahnsinnsleistung von beiden. Schöne Aktion hier. Kopf gut eingesetzt von Bernadette. Die letzten 15 Sekunden. Unglaublicher Kampf, Wahnsinn. Was für ein Löwenkampf von beiden Athletinnen. Toll. Eine absolute würdige Premiere. Wow. Sieht man super in der Wiederholung. Immer wieder mit der Rechten durchgekommen. Lana Ritzner. Aber Bernadette zu keiner Zeit aufgegeben. Die hat immer wieder ist zurückgekommen und hat weitergemacht. Wahnsinnsnehmerqualitäten. Von den beiden Girls werden wir noch viel hören. Und jetzt zur Urteilsverkündung. Ladies and gentlemen, show your love for these two warriors. Come on. 3 exciting rounds of mixed martial arts and we go to your judges. Scoring the bout 30-27, 30-27, 29-28. All 3 judges see the bout the same way. Your winner by unanimous decision, Lana Ritzner. Ja, das war zu erwarten. Verdient gewonnen, Lana Ritzner.
aber trotzdem auch starke Leistung von Bernadette. Unglaublicher Kampf, wirklich.